Wie ist die Stimmung rund um Sie herum? Sind es mehr die, die feiern, oder mehr die, die traurig sind? Ja, Thomas Bardi, hier wird gerade gefeiert. Sie haben es hinten auf den Screens gesehen. Da gab es einen Countdown, 10 Sekunden und dann hieß es We're out. Und hier gehen gerade die Sektkorken auf. Denn hier auf dem Parliament Square haben sich vor allen Dingen die Brexiteers, also diejenigen, die gestimmt haben, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, die Mehrheit, das kann man ganz klar sagen. Und es ist eine Zäsur, denn mit dem heutigen Tag ist Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäischen Union und die Europäische Union um 66 Millionen Einwohner kleiner. Fragen wir nach, wie jemand anderes das hier heute mitbekommen, und zwar Felix Dahne. Er ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung, hat das hier gerade auch miterlebt. Es gab jetzt gerade große Feierstimmung. Was ist das für ein Moment? Wie würden Sie den beschreiben? Ist es Neujahrsfest? Ist es eine Zäsur? Ist es Trauer? Was ist das Gefühl für Sie hier? Also hier auf dem Platz ist es natürlich auf jeden Fall Freude. Es ist ein Neubeginn. Es hat was so gesehen auch von Silvester. Es ist aber gleichzeitig natürlich für viele auch Trauer. Es ist ein Verlust von einer Gemeinschaft, die man eben jetzt auch verlässt. Nur die wird ja nicht hier auf dem Platz gefeiert. Insofern, hier ist einfach Euphorie über diesen Neuanfang. Und darum geht es im Moment hier auf diesem Platz. Wie kann dieser Neuanfang aussehen? Wir hören es gerade sehr laut. Hier wird die britische Nationalhymne intoniert und gesungen. Wie sieht denn die Zukunft Großbritanniens jetzt aus? Ja, die Zukunft ist sehr ungewiss. Man muss erst mal sehen, wie jetzt die Neuverhandlungen oder die Ausgestaltung der bilateralen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union laufen. Da wird es natürlich um Handel gehen, da geht es aber um viele andere Fragen auch, von Sicherheit über Polizeikooperation bis hin zu eben Außenpolitik und so weiter. Also sind sehr, sehr viele Fragen, die so eben, ich glaube, in ihrer Gänze kein Mensch vollends überblicken kann, weder die Europäische Union noch die Briten selbst. Und das wird einfach die Zukunft zeigen. Es ist auf jeden Fall ein historischer Tag, das muss man heute sagen. Noch nie hat ein Land die Europäische Union verlassen. Was bedeutet das für diejenigen hier in Großbritannien, die noch für Remain gestimmt haben? Man hat das Gefühl, die sind heute hier nirgendwo vertreten, die haben sich irgendwie verkrochen. Ja, die haben sich zurückgezogen, die wollen hier nicht sein. Wohingegen ich auch betonen würde, dass die Regierung selbst auch veranlasst hat, viele Dinge eben runterzufahren. Die Flaggen werden abgenommen an den Botschaften. Aber die Botschaften sind eben auch angewiesen worden, keine Feiern zu machen, um niemanden zu brüskieren. Also man will versuchen, auch jetzt von Seiten der Regierung, die Remainer sozusagen wieder einzufangen, mitzunehmen auf diese Reise ins Ungewisse. Aber um zu versuchen, eben das Land zu einen und einfach neue Wege zu finden. Denn darum geht es jetzt. Nigel Farage hat hier kurze Minuten vor dem Austritt gesprochen. Hat nochmal gesagt, dass das ein großes Zeichen für die Demokratie ist, dass die Briten jetzt endlich wieder die Kontrolle haben. Geht jetzt die Kernarbeit ja eigentlich erst los, muss man sagen. Denn über die zukünftigen Beziehungen, da muss jetzt in kurzer Zeit eigentlich ein Handelsvertrag her. Das ist das Versprechen, was die britische Regierung ja hier auch gemacht hat, oder? Ja, das ist richtig. Wobei ich nicht sagen würde, dass die letzten 3,5 Jahre keine Anstrengung waren. Es war ebenso ein Kraftakt, überhaupt einen Deal hinzubekommen. Und die Tatsache, dass wir jetzt eben diesen Deal haben und deswegen eben meine Rechte hier als deutscher Bürger innerhalb Großbritanniens zum Beispiel gewahrt sind, das haben wir natürlich diesem Deal zu verdanken. Also insofern, es war schon ein Kraftakt, um hierher zu kommen. Und es wird ein noch viel größerer Kraftakt werden, in den nächsten 11 Monaten im Prinzip ein Handelsabkommen auszuhandeln im Prinzip. Aber es geht ja eben auch um viel mehr als Handel. Also insofern, das ist ein Kraftakt, das ist eine Mammutaufgabe, die aus meiner Sicht auch gar nicht in diesen 11 Monaten zu bewältigen ist. Werden wir sehen, Felix Dahne, wie das in Zukunft aussieht. Die Zeit bleibt spannend, das kann man sagen. Ich sage danke, dass Sie hier heute um 23 Uhr bei uns waren, an diesem historischen und bei diesem historischen Moment. Ja, mit diesen Eindrücken gehen wir jetzt gerne wieder zurück ins Studio. Ich glaube, dass hier heute einige noch feiern werden. Und morgen wachen auf jeden Fall alle Bürger des Vereinigten Königreiches außerhalb der Europäischen Union auf. Der ein oder andere wird morgen sicherlich einen Kater haben. Damit gehen wir jetzt erstmal zurück ins Studio nach Bonn.